Mich hat jemand gefragt, was ist denn die Astralwelt? Nicht, das ist ja kein gebräuchlicher Begriff. Und deshalb, ich möchte jetzt diesen Film vorführen, den ich vor einem Jahr gemacht habe, den vielleicht viele schon gesehen haben. Und dabei geht es um das ganze, unser Leben, Nachleben, nach unserem Abschied hier ein bisschen zu erklären und wie das so weitergeht. Und ich habe das versucht, in Bilder und Ton festzuhalten. Okay. Und das ist jetzt so eine kleine Einleitung, da können sich vielleicht ein paar Fragen draus ergeben, aber ich will das erstmal zeigen. Diesen Film habe ich an einem Filmfestival letztes Jahr vorgeführt, eingereicht, und da kriegt jemand vielleicht ein bisschen besseren Einblick in die Astralwelt. Okay, hier geht's. Ich kann nicht genug betonen, was für ein Wunder und was für ein Segen es ist, den physischen Körper zu verlassen und in andere Dimensionen der Realität aufzusteigen. Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, werden darauf bestehen, dass dies nicht möglich ist, dass es einfach eine Illusion ist, ein Traum oder eine Halluzination. Aber es ist das absolute Gegenteil. Anstatt wie in unserem normalen Leben wach zu sein, sind die Astralreisenden oft superwach, wacher als wach, mit einer Klarheit des Geistes und der Wahrnehmung, die alles übertrifft, was wir mit unserem normalen physischen Körper erfahren können. Alle unsere Sinne sind geschärft. Anstatt mit einem physischen Blickwinkel von lediglich 130 Grad ausgestattet zu sein, berichten Astralreisende häufig, dass sie rund um 360 Grad Sichtweite haben. Hier brauchen wir keine Worte zur Kommunikation, wir können uns einfach telepathisch unterhalten. Wenn wir unseren physischen Körper verlassen, betreten wir fast immer eine feinere Schwingungskopie unserer physischen Welt, die traditionell als Astralwelt beschrieben wird. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Astralwelt aussieht, müssen Sie einfach nur Ihre Haustür öffnen, nach draußen gehen und sich umschauen. So sieht die Astralwelt aus, genauso real. Menschen, die Astralreisen, denken oft, dass sie sich in der physischen Welt befinden, und oft können sie gar nicht glauben, dass sie eine außerkörperliche Erfahrung haben und müssen sich selbst davon überzeugen, dass sie nicht auf magischer Weise in einen anderen Ort in der physischen Welt transportiert worden sind.
Ich persönlich führe den Schwebetest durch. Das heißt, ich hebe vom Boden ab und schwebe in die Luft, um absolut sicher zu sein, dass ich nicht auf der physischen Ebene bin, sondern auf der Astralebene. Das ist der Grund, warum manche gestorbene Menschen nicht immer erkennen, dass sie tot sind, weil sich alles so lebendig und physisch anfühlt. Erst wenn ihr Tod sie in einen viel höheren Bewusstseinszustand versetzt, der oft als himmlischer Zustand beschrieben wird, in dem sie von einem Gefühl der Liebe und der Heimkehr umgeben sind, wird ihnen erst bewusst, dass sie ihre physische Ebene verlassen haben oder wenn Freunde oder Verwandte, die schon eine Weile tot sind, sie willkommen heißen und sie in ihren neuen Zustand einführen. Solche Beschreibungen finden wir oft bei Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, aber das passiert nicht immer. Für eine große Anzahl von Menschen ändert sich nichts wirklich, weil sich ihre Umgebung wenig verändert und sie können eine beträchtliche Zeit in der sogenannten erdnahen Astralebene verbringen, weil es genauso aussieht und sich genauso anfühlt wie auf der Erde, als sie noch lebten. Die meisten Menschen, die sterben, durchlaufen eine Anpassungsphase, insbesondere wenn sie krank waren oder unerwartet gestorben sind. Vieles hängt davon ab, in welchem Zustand sie sich zum Zeitpunkt ihres Todes befanden. Die Menschen werden feststellen, dass ihre neue Umgebung ein Spiegelbild ihres allgemeinen Gefühlszustandes, ihrer geistigen Einstellung, ihrer Überzeugungen, Vorurteile, Interessen, ihrer moralischen Einstellung, ihrer Eigenschaften wie vorherrschende Emotionen wie Wertschätzung, Freude, Einfühlungsvermögen und Liebe, aber auch von Groll, Wut, Hass oder Streitlust ist. Negative Einstellungen lassen nicht zu, dass sich höhere Energie in ihrer Umgebung manifestiert und infolgedessen ist ihre Umwelt oft sehr dunkel, zwielichtig und kann sich sehr kühl oder sogar kalt anfühlen. Es kann sogar regnen oder stürmen. Die Vegetation kann sehr spärlich sein, das Gras gelb und leblos, die Landschaften trostlos, öde und der Himmel ist bewölkt. Die städtische Umwelt kann aus einschüchternden Gebäuden bestehen, mit hohen Mauern, gähnenden Fensterlöchern, aus denen kein Licht ausstrahlt. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Positive Gefühle und Energie versetzen Menschen in helle, sommerliche und schöne Umgebungen mit üppiger Vegetation. Menschen, die in der Blüte ihres Lebens stehen und auch Tiere. Städte mit unglaublicher Architektur, Kunst und pulsierendem Geschäftsleben, in denen die Menschen nach der Erfüllung ihrer Träume suchen. Mit Partys und Unterhaltung im Überfluss. Für die meisten Menschen ist das wie der Himmel selbst. Es gibt viele Unterstufen dieser Welt. Einige sind einfach ein fades Abbild unserer Erde. Andere ein Abbild unserer Erde an dunklen Novembertagen. Wieder andere ein bisschen heller. Es kann wie die Erde bei Nacht sein, mit einigen erleuchteten Flecken. Aber auch hier finden wir Menschen, die ihr Bestes geben, die Atmosphäre zu erhellen, mit Musik und Tanzgruppen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bewohner zu ermuntern. Wir finden in diesen Regionen viele Menschen, die als Helfer arbeiten und die versuchen, die Menschen von ihren düsteren Zuständen zu befreien und sie in höhere Regionen einzuführen. Einige von ihnen sind Astralreisende, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, solche Dienste zu leisten. Sie arbeiten oft in Verbindung mit anderen Astralhelfern, die in der Astralwelt schon leben.
Unsere Medien, Filme und Religionen haben oft ein verzerrtes Bild vom Leben nach dem Tod vermittelt. Glücklicherweise hat sich in den letzten Jahren ein Konsens darüber herausgebildet, wie das Leben nach dem Tod aussieht, der aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen stammt, sodass wir jetzt ein umfassenderes Bild von Welten haben, die uns nach dem Ende unseres physischen Lebens erwarten. Dieses Wissen sollte uns helfen, das Leben nach dem Tod ganz neu zu betrachten, mit der Einsicht, dass das Leben nicht endet und wir sicher sein können, dass wir uns eines Tages mit unserer geliebten Familie und unseren Freunden wieder vereinigen können. Sie sind noch immer da, wenn auch ungesehen und ungehört durch unsere physischen Sinne. Aber die größten Mysterien des Lebens nach dem Tod sind noch weitgehend unerforscht. Wir haben kaum die Haut dieses Mysteriums angekratzt. Wir wissen nicht, wie und was die Welten mit ihrer unendlichen Vielfalt der Erscheinungsformen und unermesslichen Reichtum zu bieten hat. Erst wenn wir die Erweiterung unserer Sinne und Gefühle erfahren, wenn wir in unseren Astralkörper eintreten und ihn vollständig in Besitz nehmen und unser Bewusstsein entfalten, bekommen wir ein besseres Verständnis dafür, wie diese Welten funktionieren. Im Vergleich zu unseren erweiterten astralen Sinnen sind die physischen Sinne einfach stumpfe Werkzeuge, die uns eigentlich nur dazu dienen, in der physischen Welt zu überleben. Wir hören Astralreisende oft verkünden, dass sie wacher als wach sind, ihr Verstand klarer und schärfer ist, die Sinne erweitert. Das Gleiche gilt auch für unsere kognitiven Fähigkeiten. Zum Beispiel die Erfahrung, dass das Wachleben im Vergleich dazu nur ein Traum zu sein scheint. Manche Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, berichten oft, dass sie aufgewacht nach Hause gekommen sind und ihr Leben nur ein Traum gewesen ist. Die Menschen verlieren schnell das Interesse an ihrer Vergangenheit, sobald sie in ihrem neuen Leben vollständig erwacht sind. Dann nehmen sie die unglaublichen Möglichkeiten wahr und erweitern den Horizont ihrer Erfahrung. Es kommt häufig vor, dass Menschen einen Alltag im Jenseits wählen, der sich kaum von ihrem vorherigen Leben auf der Erde unterscheidet, mit denselben alten Gewohnheiten, von Ignoranz umgeben und wo sie sich nicht mit Dingen befassen, die außerhalb ihrer Komfortzone liegen. Sie wollen die Alltäglichkeit nicht verlassen. Spontane Manifestationen, wie zum Beispiel eine Tasse Tee zu trinken, die sich einfach aufgrund einer Absicht manifestiert hat, ohne ihn vorher brühen zu müssen, werden schnell als gegeben integriert, ohne dass es weiterer Gedanken oder Untersuchungen bedarf. Wenn jemand sein Aussehen direkt vor seinen Augen verändert, ist das einfach Teil der gegebenen Realität und bedarf keiner weiteren Betrachtung. Wie die Menschen hier leben sie auch dort noch immer in einer Art Traumwelt, unbewusst, ohne sich viel Gedanken über die Natur der Wirklichkeit zu machen. Sie leben einfach dahin, wie sie es immer gewohnt waren, als sie noch lebten. Viele nehmen einige seltsame Erscheinungen der Astralwelt einfach hin. Wie die Menschen hier leben sie auch dort noch immer in einer Art Traumwelt, unbewusst, ohne sich viel Gedanken über die Natur der Wirklichkeit zu machen. Sie leben einfach dahin, wie sie es gewohnt waren, als sie noch hier waren. Viele nehmen einige seltsame Erscheinungen der Astralwelt einfach hin, ohne darüber nachzudenken. Sie werden einfach genauso leicht akzeptiert, wie wir Ereignisse in einem normalen Traum akzeptieren, egal wie unsinnig sie sind. Das größte Problem vieler Neugestorbener ist ein allgemeiner Mangel an Bewusstsein. Wenn Menschen sich beispielsweise in einer negativen Umgebung wiederfinden,
wo ihnen vielleicht die Haare ausfallen, ihre Haut altert oder sich Anzeichen einer unerklärlichen Krankheit zeigen, sind sie nicht in der Lage, dies mit ihrem derzeitigen Geisteszustand zu verbinden. Sie sehen keine Verbindung zwischen ihrem Geist und ihrer Geistesmanifestation und sie sind oft auf astrale Helfer und Sozialarbeiter angewiesen, die ihnen helfen, ihr Bewusstsein zu schärfen oder sie über die Kausalität zwischen Geist und Umwelt aufzuklären, wo sie sich von einer selbstverschuldeten misslichen Lage befreien können. Viele Menschen neigen dazu, sobald sie aus ihrem unangenehmen Zustand heraus sind, in ihre gewohnte Welt zurückzukehren, ohne daran zu denken, sich zu verbessern oder weiterzukommen. Dieser Mangel an Gewahrsein führt oft dazu, dass wenn sich die astrale Energie erschöpft hat, sie einfach in eine Art von Schlaf fallen, indem sie die latenten Energien ihrer Seele den Prozess übernehmen, sich auf eine neue Inkarnation vorzubereiten, ohne dass ihr individuelles Ego eine Ahnung davon hat, was vor sich geht. Während bewusste Menschen in eine Art von Glückseligkeit eintreten, können unbewusste Menschen das alles nur als einen verschwommenen Traum wahrnehmen, bis sie sich dann auf der physischen Ebene im Körper eines neugeborenen Babys wiederfinden und ihre Reise von neuem beginnt. Nur den Mutigen, den Abenteurern, den Forschern, den Künstlern, den Wissenschaftlern, die von Neugierde getrieben und von subtilem Strom ihres höheren Selbstes inspiriert sind, wird sich die Welt öffnen und ihr Horizont erweitern. Was auch immer ihr persönliches Interessengebiet sein mag, es wird das Tor zu einer neuen Welt öffnen. Ein Musiker zum Beispiel kann sich der subtilen Unterströmung von Klängen bewusst werden, die in der astralen Natur vorhanden sind, wenn er der subtilen Melodie des Windes, dem Murmeln des Baches oder dem Rascheln der Blätter lauscht. Oder er kann sich einfach zu denen hingezogen fühlen, die die Kunst der Musik und der Unterhaltung betreiben. Für jedes Interesse gibt es also eine Erweiterung und Öffnung zu völlig neuen Erfahrungswelten, die durch die Erweiterung der Sinneswahrnehmung unterstützt wird. Dann beginnen die Menschen ihre Reise zur Entfaltung ihres vollen Potenzials und wenn sie für einen neuen Aufenthalt auf der Erde bereit sind, werden sie mit Talenten ausgestattet, die sie von den übrigen Menschen unterscheidet. Wir werden also sehen, dass das ganze Leben, nicht nur das Leben auf der Erde, Teil unseres Wachstumsprozesses als individuelles Wesen ist, das unsere Seele bei der Erweiterung des Bewusstseins unterstützt. Thank you.
Wenn Sie, Ja. also eine Frage, wenn du sagst Astralreisen, wenn du rausgehst, erschaffst du dann deinen Astralkörper durch Astralpartikel oder ist der Astralkörper eigentlich schon vorhanden und wir verlagern nur das Bewusstsein? Ja, den Astralkörper tragen wir dauernd mit uns rum. Nicht? Nur wenn wir eine Astralreise machen, dann wird das Bewusstsein vom Körperbewusstsein entzogen und in das Astralbewusstsein eingelagert. Und das Bewusstsein bleibt genauso klar wie im Körper. Nicht? Und es gibt jetzt auch verschiedene Arten, und da will ich noch mal kurz drauf eingehen, weil das ein bisschen verschwommen ist für viele Leute. Es gibt verschiedene Astralerlebnisse. Zum Beispiel Leute, die sich im Fernsehen oder so auf YouTube Sachen angeschaut haben von Nahtoderfahrung. Wer hat sich solche Sachen mal angeschaut? Nahtoderfahrung. Okay, da kommt häufig vor, dass die Leute, die sagen mal, die haben einen Unfall oder sind auf dem Operationstisch und dann gehen die aus dem Körper raus und die können genau sehen, was mit ihrem Körper geschieht. Nicht? Die können genau die Instrumente beschreiben oder sagen wir mal, die sind ertrunken, haben dann eine außerkörperliche Erfahrung und können genau sehen, welche Leute sich da um ihren Körper zu schaffen machen. Die können die Kleidung beschreiben, alles Mögliche, jede Einzelheit. Und das geschieht nicht im Astralkörper. Das geschieht in dem Körper, der zwischen dem physischen Körper und dem Astralkörper ist. Der wird in der Esoterik der ätherische Körper genannt. Und der ätherische Körper, der kann noch alle möglichen physischen Sinneswahrnehmungen von den Sinneswahrnehmungen der physischen Welt Gebrauch machen und genau so die Welt wahrnimmt wie durch den physischen Körper. Und dann bei vielen Leuten, die eine Nahtoderfahrung haben, kommt danach irgendwann ein Punkt, wo die dieses Bewusstsein nicht mehr haben, weil die dann durch einen Tunnel gehen. Und dieser Tunnel bringt sie dann in die Astralwelt. Von da aus können sie dann nicht mehr, haben sie keine physischen Wahrnehmungen mehr. Und das wird manchmal missverstanden. Nicht? Die sagen jetzt, also wenn ich jetzt mal ein Experiment machen will, dann, um das zu beweisen, wie das geht, dann kann ich einfach in meinen Astralkörper zu einem anderen Ort hingehen und dann jemand, der da ein paar Nummern an die Wand schreibt oder so und das berichtet und dadurch das beweisen. Das geht nicht. Nicht? Weil sobald man auf der Astralebene ist, da kann man in eine Kopie der physischen Welt kommen. Also zum Beispiel, ich habe das gemerkt, als ich am Anfang erstmal in meinem ätherischen Körper war, da konnte ich genau alles haargenau sehen. Und ich habe dann sogar mich hinter meinen Körper gelegt und mir meinen Kopf und meine Haare von hinten angeschaut und so weiter. Und das war ein totales realistisches Erlebnis. Dann, als es weiterging, war auf einmal, habe ich gemerkt, der Teppich war anders, ja, die Tür, die Wände, die Bilder waren anders, alles ein bisschen anders. Und als ich zum Fenster hinging, war ich nicht mehr im ersten Stock, sondern ich war auf dem Boden, auf dem Grundgeschoss. Und dann, aber das alles fühlte sich noch genauso an, aber das ist eine astrale Kopie dann von dem physischen Körper. Und dann, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Experiment macht, dann ist das verschoben. Da kann man vielleicht ein paar Zahlen sehen, aber die haben sich verschoben, die sehen anders aus. Den einzigen Beweis, den ich erbracht habe, dass Astralreisen wirklich sind, war, als ich ein Experiment mit meinem Bruder gemacht habe. Ich habe damals in England, in Bournemouth gelebt und mein Bruder war in Deutschland. Und ich habe ihm gesagt, er soll auf einen Zettel schreiben, irgendwie ein paar Worte oder ein Wort oder irgendetwas, sich das an die Wand kleben und ich werde dann rüberkommen, das lesen und ich werde ihn anrufen, um ihm zu berichten, was ich da gesehen habe.
Und das Experiment ist dann so abgelaufen, das wurde auch in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht in Australien beim Professor. Das Buch war über andere außerkörperliche Erfahrungen. Und das ging so aus, dass ich mich aus meinem Körper nach Deutschland projiziert habe. Und da fand ich das Zimmer von meinem Bruder. Und ich habe dann den Zettel gesucht an seiner Wand. Und auf einmal waren da unheimlich viele Zettel. Und da war ich ziemlich sauer. Ich dachte, Gerald, so haben wir das ja nicht ausgemacht. Und ich habe ihn dann angerufen. Ein Zettel habe ich gefunden, da war ein ganzer Bericht auch, da stand drauf, Donnerstag, 4 Uhr, Car zum Auto zum TÜV bringen. Der ist mir aufgefallen, der war ganz prominent und das habe ich mir dann gemerkt. Und dann habe ich nächsten Tag meinen Bruder angerufen, habe gesagt, Gerald, was machst du denn für ein Mist? Wir wollten doch nur einen Zettel haben, nicht? Und ja, sagt er, habe ich doch auch. Ja, was war denn da? Und ich habe ihm dann gesagt, was ich gesehen habe. Donnerstag 4 Uhr Car zum Auto zum TÜV bringen. Und da sagt er, nee, ich hatte nur einen Zettel und da war das Wort Liebe. Und da sagt er, aber komisch, dass du das sagst. In meinem Tagebuch hatte ich reingeschrieben, Donnerstag 4 Uhr Auto zum TÜV bringen. Und also dadurch wird klar, wie sich die, auf welchen Ebenen diese Sachen stattfinden. Für ihn war unser Test überhaupt nicht wichtig. Das war irgendwie so ein Hirngespinst. Was für ihn wichtig war, dass er sein kaputtes Auto zum TÜV bringen musste. Und dadurch ist das ihm in die Seele eingegangen, in die Emotion. Daran hat er viel mehr gedacht als an unseren Test. Und diesen Zettel habe ich dann an der Wand gefunden. Und dadurch ist das, diese ganze Beweissache, die Leute versuchen, um das zu beweisen, diese Versuche müssen ganz anders programmiert sein. Nicht? Die müssen irgendwie die Gefühle mit einbeziehen, um überhaupt irgendwie Resultate hervorzuholen. Und ich hatte versucht, an einer Tage mit Leuten in IANS, Internationale Association für Near-Death Studies. Das ist eine wissenschaftliche Organisation, die aus Professoren wie eben Alexander und Charles Tart und so weiter, das sind alle Leute, die diese Sachen untersucht haben. Gray, Nahtoderfahrung. Darauf sind die spezialisiert. Und die hatten mich dann eingeladen, um meinen Beitrag dazu machen. Aber irgendwie ist das irgendwie nicht im Rahmen ihrer Spezialität so drin. Und ich habe dann diese Leute angesprochen, die den Beweis bringen wollen. Habe gesagt, ihr müsst die Experimente anders gestalten. Nicht? Und die Emotionen mit reinbringen und die Psychologie. Nicht? Aber leider hat keiner darauf angebissen oder geantwortet. Und ich wäre gerne bereit gewesen, so ein Experiment herzustellen. Nicht? Aber im Moment, das sind ja alles Wissenschaftler, die an diesem Institut arbeiten und auch sehr gute Arbeit leisten. Aber sie sind nicht irgendwie in der Lage, die außerkörperliche Erfahrung wissenschaftlich anzugehen. Und die einzige Möglichkeit, das wissenschaftlich zu machen, muss man einfach die Prinzipien oder die wissenschaftlichen Grundlagen der physischen Welt, die sollte man einfach vergessen und ganz andere Versuche darstellen. Aber davon sind wir leider noch ein bisschen zu weit entfernt und ich bin auch nicht wieder eingeladen worden für die nächste Tagung. Also im Moment sind wir noch ein bisschen rückständig in dieser ganzen Sache, nicht? Okay, noch irgendwelche Fragen? Da war noch was. Du hast ja am Anfang gesagt, so Leute, die Nahtoderfahrungen machen und durch einen Tunnel durchgehen, die sehen ja dann das Licht und
Glückseligkeit oder fühlt sich ja gut an. Und das heißt, deine Erfahrung ist ja bei in der Hand. Woher kommt diese Unterschied? Dass unser Grundbewusstsein ist das Einheitsbewusstsein. Und was ich schon am Anfang erzählt habe, diese Erleuchtungserfahrung, die kommt vom Einheitsbewusstsein. Das ist ein nicht duales Licht, ein absolutes Licht. Das ist die Quelle des Seins. Und da gibt es darüber kann man einfach nichts sagen, weil es keine Worte dafür gibt. Das kann nur eine Erfahrung sein. Und dieses Licht dringt durch. Je näher man sich diesem Heimbewusstsein, ich sag mal, das ist Heimbewusstsein. Viele Leute, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, die sagen immer, ja, ich bin zu Hause angekommen. Nicht? Und das geht auch beim Astralreisen so. Je näher man, je weiter sich das Bewusstsein erweitert, so näher man an dieses Einheitsbewusstsein rankommt, desto mehr fühlt man sich zu Hause, aber wirklich zu Hause. Also das ist, man ist von einer unheimlichen Wärme, einer Geborgenheit umgeben, einem Glücksgefühl. Alles, was man mit zu Hause verbindet, das findet da statt. Und dann die meisten Leute, die eine außerkörperliche Erfahrung gemacht haben, die wollen einfach nie wieder weg davon. Die freuen sich schon, wenn ihr Leben zu Ende ist. Nicht? Weil da sind wir zum ersten Mal zu Hause. Nicht? Und das geht schon, wenn man auf verschiedene Astralstufen geht, wo die Vibration oder die Schwingung feiner sind, dann kommt man näher ans Zuhause heran. Man fühlt sich immer mehr zu Hause. Und das Gefühl steigert sich. Man fühlt sich immer wohler. Und dann weiß man weiß einfach, wo man hingehört. Und als ich diese längeren außerkörperlichen Erfahrungen hatte, vor kurzem hatte ich eine, also vor einem Jahr hatte ich eine, die hat 4 Stunden gedauert. Und ich wollte gar nicht wieder weg. Mir war schon fast alles egal. Ich meine, jetzt möchte ich am liebsten hier bleiben, weil man viel, viel näher an seinem Urzustand, an seinem Urbewusstsein dran ist. Und die anderen Sachen spielen auch keine Rolle dann. Nicht? Die Familie, das weiß man sowieso, die gehen ja nicht weg, die sind ja sowieso schon da. Für den Verstorbenen, der stirbt, für den ist das überhaupt kein Problem. Ist nur für die Zurückgebliebenen dann. Und ich war dann in diesem Zustand für ungefähr 4 Stunden und ich hatte schon überlegt, wie komme ich jetzt wieder zurück. Das fühlte sich unnatürlich an, in meinen Körper wieder zurückzufinden, nicht? Weil es irgendwie so mein Naturzustand schon war. Und ich habe mir dann überlegt, Mönche, die manchmal wochenlang in diesem Zustand beharren. Und die einzige Möglichkeit, wie die das schaffen, ist, dass sie in eine höhere Bewusstseinsstufe gehen, wo ihre Nahrung nicht mehr aus physischer Nahrung bedarf, sondern nur noch aus Energie. Und sie halten dann erhalten die ihren physischen Körper. Dass sie dann manche Mönche, wie man das gehört hat, sich monatelang einmauern lassen und dann ausgegraben werden, total verwahrlost, aber noch am Leben sind, ohne irgendwie eine Nahrung aufnehmen zu müssen. Und das wird von einigen Mystikern, die werden dann, die bezeichnen das als Gottesser. Nicht? Die kriegen göttliche Nahrung. Und das ist eine Energie, die unserer Materie einfach zugrunde liegt, die schon da ist. Und so kann man sich viele Sachen erklären, die wir als psychische Wunder irgendwie bezeichnen. Und das alles hängt mit diesen Astralkörpern und diesen feineren Energiekörpern zusammen. Und da kann man sich auch Heilung, Leute, die Heilfähigkeiten haben,
die machen von diesen höheren Energiekörpern Gebrauch. Und vielleicht sollte euch das mal interessieren. Da ist ein Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, der war in den 50er Jahren, vielleicht kennt ihr den. Gröning, ja. Ja, der hat mit diesen ganz wahnsinnigen Energien gearbeitet. Und ganz natürlich, der brauchte sich überhaupt nicht anstrengen darum. Also das ist wirklich das beste Beispiel, das ich geben kann. Und da sollte, ich habe das erst letztes Jahr herausgefunden, dass dieser Mann überhaupt existierte. Und ich weiß genau, wo der seine Energie herbekommt. Nicht? Und das ist auch eine Sache, die manchmal auftritt, wenn ich in einen höheren Zustand komme, besonders ins Einheitsbewusstsein, dass ich dann unheimlichen Energieschub kriege. Und zum Beispiel, meine Frau sagt immer, meine Erkältungen, die dauern nur 24 Stunden. Weil ich meistens mache ich das so, dass ich sowieso ein bisschen mich kaputt fühle und dann anstatt zu schlafen, meditiere ich dann. Und dann komme ich häufig in diesen Energiebereich rein und dann weiß ich, dass das ganz von alleine, ohne irgendwie Anstrengung, irgendwie positive Auswirkungen hat. Aber das gelingt auch nicht immer. Manchmal habe ich auch gar kein Interesse daran. Nicht? Diese Sachen sind alle da. Und Leute, die sich mit Heilung beschäftigen, mit Heilkraft, das kommt meistens aus diesen Bereichen heraus. Und das einzige Erlebnis, wo ich das selbst erlebt habe, war, als wir umgezogen waren, haben wir die ganzen Möbel rumgeschleppt und ich hatte einen Leistenbruch, nicht? Zugezogen. Das war hat unheimlich wehgetan. Und am nächsten Morgen habe ich meditiert und meine außerkörperliche Erfahrung war, ich habe mich gesehen, ich war im Schlafanzug, hatte meinen Morgenmantel an und war total verzaust und habe gesagt, Mensch, das ist ja schlimmer Ansicht. Ich habe dann aber auf meinem Körper gesehen, da war unten ein schwarzes Loch, regelrecht die schwarze Area. Und die ganze Energie, die Funken, die haben total chaotisch rumgewirbelt da. Und alles, was ich nur tun brauchte, ich habe dann meine Hand genommen, meine astrale Hand, und das zusammengeknetet, diese Energie. Und diese ganzen Funken sind dann langsam, haben die sich in so einen Kreis bewegt, Spirale, ja, und hat sich total beruhigt. Und als ich aus der Meditation raus, hatte ich überhaupt keinen Schmerzen. Und da konnte ich daran sehen, dass die astrale Energie, dass die Leute, die heilen, von den Astralkörpern, Energiekörpern Gebrauch machen, ob die das bewusst oder unbewusst machen. Auf jeden Fall verfeinert sich ihr Bewusstsein, wo sie diese Heilkräfte in Anspruch nehmen können. Nicht? Und ich bin darauf nicht, ich habe mich damit nicht sehr intensiv befasst. Ich hatte sogar mal, wann war das, vor 13 Jahren hatte ich Krebs. Nicht? Und ich war ganz überrascht, weil ich dachte, sowas passiert mir einfach nicht. Und ich bin dann, für mich ist die Heilung so abgelaufen, dass ich erstmal überhaupt keine Angst hatte, was überhaupt aufläuft. Ich dachte, ja, jetzt hast du Krebs. Das ist nicht meine Sache, das ist die Sache der Ärzte und ich kümmere mich da nicht drum. Was auch immer passiert, ich weiß schon jetzt schon, dass ich sowieso nicht sterben kann und die Sache lässt du einfach sein. Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Und dann, ich habe mich dann natürlich
ich dachte natürlich, ja, vielleicht hast du nach 6 Monaten, machst du das Beste draus. Und dann habe ich nur meditiert. Aber meine Meditation war eine 24-Stunden-Meditation. Ich habe nur aufs Hier und Jetzt geachtet. Das Hier und Jetzt. Und dauernd war ich in diesem Zustand der Gegenwart. Und mein stiller Begleiter hat sich unheimlich stark bemerkbar gemacht, mit dem ich dauernde Kommunikation. Und ich wurde jeden Tag glücklicher. Je kranker ich wurde, oder sagen wir mal, ich war ja eigentlich überhaupt nicht krank, war ja von der Sache gar nicht betroffen, aber ich wurde immer glücklicher. Nicht? Und für mich war das, ich hatte dann eine Operation, die war wahrscheinlich, die hätte noch schief ausgehen können, weil ich musste 2-mal operieren, weil ich mir eine Arterie durchgeschnitten habe und fast verblutet bin. Aber die ganze Zeit habe ich mich um diesen Körper überhaupt nicht gekümmert, sondern nur auf die Gegenwart. Und dann natürlich hat sich das gelöst. Also die Leute, die Doktor, die haben da gute Arbeit geleistet zum Ende. Und ich bin dann entlassen worden. Ich habe dann angefangen, Qigong zu praktizieren, habe eine schnelle Genesung gemacht. Und für mich war das die wertvollste Zeit, die ich mir vorstellen könnte. Diese intensive Meditation, die ich in diesen Wochen da vor der Operation gemacht habe. 2 Jahre später bin ich nach Schottland gegangen, habe mich in eine Berghütte abgesetzt zu meditieren. Und meine Meditation war also dauernd, eine dauernde Meditation. Ich war dauernd in der Gegend. Und das habe ich dadurch gelernt, durch diese Diagnose, habe ich das gelernt, richtig zu meditieren. Und da hatte ich dann noch in dieser Berghütte noch eine, sagen wir mal, Erleuchtungserfahrung. Nicht? Und die hat mich dann wieder weiter katapultiert. Und diese Erfahrung hat eine neue Stufe des Bewusstseins ausgelöst. Und zwar durch diese Erfahrung habe ich Stille erreicht. Erreicht kann man nicht sagen, Stille realisiert. Und das hatte ich am Anfang vor der Veranstaltung schon aufgeschrieben, wie Leute das erleben, diese Stille, dieser unheimliche Frieden. Wenn man in das Einheitsbewusstsein eintaucht, dann gibt es diesen dualen Konflikt nicht mehr. Nicht? Da gibt es nur noch ein Gefühl der Stille. Und diese Stille ist fast nicht beschreibbar. Und diese Stille die ist geblieben. Dann. Die konnte ich nicht mehr wegdenken. Das war einfach meine tagtägliche Erlebnis. Und dann, ein paar Jahre später, als ich mein 2. Buch geschrieben habe, Vistas of Infinity, Einblick in die Unendlichkeit, dann hatte ich dann danach noch eine Erfahrung. Als ich das Buch geschrieben hatte, ich mich in so eine Fischerhütte zurückgezogen. Und mir hat jemand das Buch gegeben von einer spanischen Heiligen, St. Teresa of Avila. Die hat das Buch geschrieben, Interior Castle. Und einige der katholischen Mystiker, die haben unheimlich gute Bücher geschrieben. Nicht? Da kann man gerne zurückbrechen. Und ich hatte ihr Buch gelesen. Ich hatte dann Tag und Nacht meditiert, geschrieben, gelesen, meditiert. Und zum Schluss war sie fast bei mir. Und ich konnte mich dann mit ihr mental irgendwie unterhalten und mich eine ganz neue Ebene eingeweiht, so langsam. Die aber erst zum Vorschein gekommen ist, als ich dann nach Griechenland ging. Und dann in dieses Kloster auf Mount Athos. Und das ist noch eine ganze Geschichte für sich, die werde ich wahrscheinlich noch ein ganzes Buch drüber schreiben. Aber im Moment ist das ein bisschen zu viel vielleicht. Okay. Ja, sonst. Sonst noch? Wir sind
wir nochmal auf den Christian zurückkommen. Warum glaubst du, erlebst du andere Dinge, als wie die, die sterben und dann zurückkommen, die Nahtoderfahrung mit diesem Tunnel, weil die oft das Licht sehen? Du kannst ja teilweise total schnell switchen, einen Augenblick, und gehst nicht durch den Tunnel. Ja. Wie erklärst du den Unterschied in der Wahrnehmung? Ja, viele Nahtoderfahrene, die haben keine Erfahrung von dieser Ebene. Nicht? Für mich ist das anders, weil ich schon auf dieser Ebene, schon in diesem Einheitsbewusstsein, das ist mein Zuhause, sagen wir mal. Und ich brauche da nicht mehr durch den Tunnel durch, um dahin zu kommen. Ich brauche nur einfach mir der Gewahrheit bewusst sein, dass ich da schon bin. Und deshalb, meine Meditation besteht nicht darin, dass ich mich irgendwie auf das Licht konzentriere oder auf ein Mantra, sondern meine Meditation, wenn ich das Licht in Anspruch nehmen will, dann ist die Meditation nicht, dass ich mich auf das Licht konzentriere, sondern ich bin das Licht. Okay, ich bin schon das Licht, das weiß ich ja. Das weiß jeder. Wir haben es nur vergessen. Und dann die Meditation besteht darin, dass das Licht, dass ich das Licht ausstrahlen kann. Also nicht mich auf das Licht konzentriere, sondern das kann ich einfach aussenden. Dieses stille Licht, duale Licht. Bitte? Dieses stille Licht, duale Licht. Nicht, Licht, ist Licht nicht dual, nein, das ist ein absolutes Licht. Ja, das, was man beschreiben kann. Ja, ja. Und das sitzt bei jedem Menschen, das habe ich in Schottland erfahren, jeder Mensch, als ich diese Erfahrung gemacht hatte, dachte ich, Mensch, das ist gar nicht so eine großartige Sache. Man braucht sich nur daran zu erinnern. Nicht? Jeder hat das im Grunde, jeder von uns hat das in sich drin. Wir haben das nur vergessen. Und das ist ein ganz, ganz winziger Unterschied. Nicht? Und deshalb sage ich immer auch, wir müssen, wenn wir jetzt hier zusammen sind, davon ausgehen, dass wir alle ein Einheitsbewusstsein sind. Wir sind alle Individuellen, ja, wie im Life of Brian, wir auch Individuals. Aber wir haben dieses Einheitsbewusstsein, das uns alle verbindet. Ich habe da mal im Internet einen schönen Spruch gefunden mit so einem Bild, und der Spruch hieß: Das Licht am Ende des Tunnels ist keine Illusion. Aber der Tunnel ist eine. Ja, 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 genau. Genau so ist das, nicht? Ich meine, diese ganze Sache, die Sache des Erwachens, das ist ja dieses Wort, das häufig benutzt wird, ist eine Erinnerung, nicht? Wir werden nur dauernd abgelenkt von unserem wirklichen Selbst, dadurch, dass wir uns in dieser dualen, unserer Person, unserer Persönlichkeit und so weiter drin verlieren und das irgendwie als wichtig beschreiben. Ich habe aber noch eine Frage zu dem Tunnel. Du hast doch vorhin gesagt, dass die das Licht sehen und auch dieses Glückempfinden haben, aber in der Realität, oder was heißt Realität, aber wenn die dann wirklich sterben, dann können die auch auf diese niedrigen Astralebenen kommen. Woher kommt dann dieser Unterschied? Ja, also das ist noch eine Sache, die sehr häufig missverstanden ist. Leute denken, wenn ich jetzt, also sagen wir mal, mein Selbst erfahre oder Selbstrealisation mache oder Gottesrealisation oder Erleuchtung erfahre, wie man das auch immer nennt, also ich sage immer das Einheitsbewusstsein. Wenn man in dieses Einheitsbewusstsein kommt, dann ist das ja nicht so, dass wir uns auflösen. Nicht? Dann werden wir erst einmal wirklich klar, was wir sind. Dann werden unser ganzes Potenzial sich erstmal wirklich entfalten. Nicht? Wir sind bis dahin nur abgelenkt. Und dann kommt dazu, dass wir die totale Freiheit erleben. Die Freiheit des Selbst. Und dann können wir uns entscheiden, wie das im Buddhismus genannt wird. Wir können dann die Bodhisattvas werden, nicht? Und uns dann entscheiden,
Dienst zu leisten auf diesen Ebenen hier unten, unsere Sachen zu tun. Wir können uns dann, wir haben totale Freiheit dann. Was wir auch immer machen wollen, das können wir dann tun. Wir können auf andere Planeten gehen, wir können uns in andere Wesen verwandeln. Wir können alles Mögliche ausprobieren durch diese, durch dieses unglaubliche Erfahrung der Selbstrealisation. Das ganze Potenzial unseres Lebens, von dem wir nur eine kleine Ahnung haben, jetzt im Moment, das wird uns dann eröffnet. Wir haben totale Freiheit. Und dann, wer ist das? Swedenborg. Swedenborg sagt, das sind die Engel. Engel sind nichts weiter als Menschen, die Selbstrealisation erfahren haben. Nicht? Und die sind dann frei. Die können dann alles Mögliche machen und überall hingehen. Die können sich entscheiden, in die untere Astralwelt zu gehen, um da zu helfen, sich wieder zu inkarnieren und so weiter. Und wenn sie sich auf diesem Erdboden inkarnieren, sehr häufig, haben sie dann keine Erinnerung daran, wenn sie hier sind. Und es gibt viele solche Leute. Ich habe sie getroffen. Nicht? Solche Leute, sogar unter euch, sind wahrscheinlich ein paar. Nicht? Die hier sind, die schon die totale, ich würde sogar sagen, die Mehrzahl, diese Sache schon erfahren haben und jetzt einfach noch hier sind, um irgendwie noch ein bisschen aufzuräumen oder so, Sachen noch durchzumachen. Nicht? Und das sind wir. Wir sind da, wir sind die Engel da oben, weil das unser Heimbewusstsein schon ist. Und deshalb würde ich immer sagen, wir sollen immer davon ausgehen, dass wir schon selbst realisiert sind. Und das Beste, was man damit tun kann, ist das Herz einzusetzen. Das Herz ist der direkte Zugang zum Einheitsbewusstsein. Nicht? Wenn wir mit dem Herzen anfangen, mit dem Herzen denken, mit dem Herzen sprechen, mit dem Herzen hören, mit dem Herzen fühlen, ohne den Verstand sogar dabei einzusetzen, dann gehen wir immer richtig. Nicht? Weil nicht den Bauch, sondern das Herz. Nicht? Und das ist noch eine andere Meditationsart, die wir sehr leicht erlernen können. Ich wurde da vorhin angesprochen von jemandem über Meditation. Und die Herzmeditation ist eine unheimlich starke Meditation, weil die vom Gefühl gesteuert wird. Und das Gefühl ist ziemlich einfach. Auch die Konzentration, die man häufig einsetzt bei der Meditation, wo man versucht, den Gedanken Herr zu werden oder die Gedanken zu überwinden, weil ja, die kommen dann dauernd wieder rein und dann will man wieder meditieren und man wird ganz frustriert und jetzt wieder hört er auf mit den Gedanken, jetzt mal wieder meditieren, meditieren, meditieren und dann kommen wieder Gedanken und so weiter. Und wenn das Herz als Energiequelle benutzt wird, dann fällt die Meditation viel einfacher. Die ist schon da und man braucht nur einfach das Herz meditieren zu lassen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man überhaupt nicht mehr meditiert, sondern man wird meditiert. Man wird meditiert vom Einheitsbewusstsein. Und in dem Moment, wo das stattfindet, findet eine Öffnung statt, die durchs Herz bewirkt wird. Und dann wird man zu einem Gefährten Gottes, könnte man sagen. Oder des Selbst, der Seele. Nicht? Und dann alle Entscheidungen werden von dieser höheren Instanz getroffen. Und man braucht dann sich nicht um so einen kleinen Kram mehr zu kümmern, der einem noch unheimlich viele Schwierigkeiten bereitet, weil dann der Weg geöffnet wird. Man geht dann nicht mehr den Weg des Egos, sondern man geht dann den Weg des Selbst. Und dadurch ändert sich unser Leben total.